Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai 2020. Ich hatte ja gesagt Anfang der Woche, dass das Thema Lebensträume mich so angeweht hat, nachdem ich mich mit Sarah Haffner beschäftigt habe und auch Ahmed Shouraki und der Frage, was bleibt von einem Leben, was hat man sich gewünscht, was wäre anders vielleicht gelaufen, und auch durch Cornelia Beckers Erzählung »Die Kinder meines Vaters«, in dem etwas ganz Kurioses geschieht, nämlich in dem Augenblick, wo sich der Lebenstraum des Vaters zu erfüllen scheint. Denn manchmal laufen dann die Dinge ja ganz anders, als man sich das gedacht hat. Als ich gesagt habe, Künstler zu sein, ist ja für manchen ein Traum, aber birgt auch viele Dinge, von denen man nichts wusste, von den Widerständen ganz zu schweigen, musste ich auch noch mal daran denken, dass Sarah Haffner, ihr erinnert euch, ich hatte euch die Porträts der Mutter gezeigt, mir oft sagte, wie schwer es ihr fiel, an so ein Thema heranzugehen, wo man so ans Eingemachte muss. Und natürlich gehört es dazu, wenn man Schriftsteller oder Künstler ist oder Künstlerin und Schriftstellerin, dass man ans Eingemachte muss und dass man vielleicht dann gar nicht unbedingt so zunächst Glücksgefühle darüber hat. Für Sarah war es ein sehr schmerzhafter Prozess, sich mit der Mutter zu beschäftigen, aber sie hat es dann trotzdem getan, weil es ihr wichtig war und weil es auch eine Form der Selbstvergewisserung war. Sie hat mir übrigens diesen Ring geschenkt, der ausnahmsweise nicht türkis war, und mir fiel auch noch ein, zum Leben und zu den Träumen vom Leben gehört ja auch die Liebe und es gehören dazu die Freunde. Und Sarah war jemand, die in der Liebe nicht so viel Glück hatte und deshalb umso mehr Freundschaften gepflegt hat und auch ihre Freunde regelmäßig besuchte. Sie liebte es, Karten zu spielen und überhaupt zu zocken, wie sie das nannte. Und wenn sie zu Besuch kam, brachte sie ihre unnachahmliche Mousse au Chocolat mit. Und als ich das erste Mal oder das zweite Mal bei ihr war, lernte ich den Likör Lillet kennen und die Kinder bekamen russisch Brot. Also man lernt ja von Freunden auch viele Lebensgenüsse. Und eine Sache, die mir ganz tief in Erinnerung geblieben ist, die mir auch als Schriftstellerin durchaus immer wieder mal eingefallen ist, wenn ich ein Problem hatte. Sarah sagte immer, man muss die Fragen ganz einfach stellen. Du musst ganz einfach fragen, was ist das? Wie sieht der Regen aus? Wie beschreibe ich den Regen? Warum möchte ich den Regen beschreiben? Warum möchte ich Bilder von meiner Mutter machen? Und dann musst du sie so lange reduzieren, also sprich auf die wichtigsten Sachen zurückbringen, nachdem du weit gestreut hast, das Konzentrieren, bis du sozusagen dir im Innern auf die Schliche gekommen bist. Und dieses Motiv, dass man einfach fragt, fand ich unglaublich zwingend. Sie hat mir damals Geschichten von Christopher Isherwood geschenkt, den viele kennen. Er ist der Erfinder von Sally Bowles, die wir aus dem Film Cabaret kennen. Und dieses Cabaret, der großartige Film, geht zurück auf eine Sammlung von Geschichten, die keineswegs Cabaret hießen, sondern Berlin Stories. Isherwood war in den 30er Jahren sozusagen als Gast aus England hier in Berlin und hat den ganzen Aufstieg der Nationalsozialisten miterlebt. Und ich bin deshalb auch auf diese Frage nochmal gekommen, weil ich beobachte, dass es im Moment durch die nächste Generation, zu der auch meine Töchter gehören, plötzlich wieder so frisch geworden ist, danach zu fragen. Natürlich auch durch die Entwicklung in unserem Land in den letzten Jahren, dass wieder so verrückte Antisemiten und national orientierte Leute hier herumlaufen. Aber es scheint auch eine Frische zu haben, weil die Fragen der jüngeren Generation ein neues Licht auf diese Zeit werfen. Die 30er Jahre fängt eben Isherwood in seinen Berlin Stories ein und es wird mir immer unvergesslich sein, wie Sarah so mit dem, als hätte sie so ein Bonbon im Mund gesprochen hat, mit der Mischung aus ihrem sehr britischen Englisch und irgendwie doch schon so einer durchscheinenden Berliner Kotterschnauze, wie sie immer sagte, das heißt eigentlich Mr. Norris Changes Trains, Mr. Norris Changes Trains. Und sie hat diesen Isherwood auch gemalt, also als Hommage. Das wollte ich gerne nochmal zeigen. Und
Und sie hat mir damals erzählt, sie hätte das Buch 7-mal gelesen und jedes Mal würde sie etwas anderes darin entdecken. Und ich glaube, dieses 7-mal etwas lesen und immer etwas Neues entdecken, ist eigentlich die Arbeit, die man beim Schreiben oder beim Malen machen muss. Hier mache ich kleine Feuilletons, also dieses klassische journalistische Gewerbe der Blättchen, die anregen und anstoßen. Aber beim Schreiben muss man sich viel weiter hineinwühlen in die einzelnen Fragen und Gedanken und auch die Farben. Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn man mit anderen Menschen, die das dann lesen oder anschauen oder die Musik hören, teilt, dass es doch so ein Bedürfnis gibt von uns Menschen, sich diese Zeit zu nehmen und in diesen Zeitfalten der Versenkung zu verschwinden, wie man sie sonst oft nur bei kleinen Kindern beobachtet, die ganz selbstvergessen stundenlang dasselbe Spiel spielen können oder sich die Enten am Wannsee angucken können, wie heute mein kleiner Enkel. Ja, ich hoffe, mit mir öffnet sich euch so eine kleine Zeitfalte und ich verabschiede mich dann bis morgen. Tschüss!